Gravitrax Pro. Die neue Variante des allseits beliebten Kugelbahnsystems hat die Gravitrax Community wieder aufs Neue begeistert. So sind im Oktober letzten Jahres nicht nur das Gravitrax Dataset Pro, sondern auch die Erweiterungen Mixer, Splitter und auch das Erweiterungsset Vertikal erschienen. Und da viele von euch schon gefragt haben, habt ihr schon Gravitrax Pro? Wann kommt denn bei euch endlich das neue Pro? Lebt ihr eigentlich hinter dem Mond oder wieso habt ihr das noch nicht ausprobiert? Ich weiß, wir sind ein bisschen spät dran, aber keine Sorge, wir haben euch nicht vergessen. Wir werden heute nämlich das Gravitrax Dataset Pro sowie die neuen Erweiterungen auspacken und zusammenbauen, ein bisschen über ihre Funktionalität reden und am Ende natürlich noch eine kleine Teststrecke aufbauen. In dem Sinne sage ich, hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Kanal. Ich freue mich, dich heute hier zu haben und los geht's mit dem Video. Öffnen wir den Karton, kommen uns erstmal eine Menge Plastiktüten entgegen. Jede Menge unterschiedliche Teile, um die wir uns aber später noch kümmern werden. Graben wir noch etwas tiefer in der Kiste, sehen wir, dass sich außer den neuen Gravitrax Pro Teilen auch noch eine Menge der altbekannten Teile dort versteckt haben. Um genau zu sein, 28 Kurven, ein 3-in-1 Splitter, ein Trichter, 4 Kreuzungen, eine Gauss-Kanone, ein Startstein, 2 Weichen, 4 Multifunktionalteile mit ihren Einsätzen, 9 halbe Höhensteine, 20 ganze Höhensteine, 9 Einserschienen, 6 Zweierschienen, 3 Dreierschienen, ein Rennziel, keine Ahnung wie das heißt, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das nennt, eine transparente Ebene, 4 Grundplatten und abschließend noch 6 Kugeln. Was wir natürlich auch noch dort finden werden, ist eine Anleitung, um die einzelnen Teile zusammenzubauen, welche für dich aber nicht sonderlich interessant sein sollte, da wir das Ganze eh gleich zusammen machen werden. Hast du die ganzen Elemente dann aus ihren Tüten befreit, steht dem Zusammenbau der Teile nichts mehr entgegen. Ach ja, und heb dir bitte diese kleinen Pappteilchen von den Grundplatten auf, die sind sehr nützlich. Das erste Teil, was wir zusammenbauen müssen, sind die neuen Höhensteine. Von ihnen gibt es sowohl eine massive Variante, als auch eine Variante mit einem Loch in der Mitte, um Schienen hindurchzulegen. Bei dem Zusammenbau der Stützen muss man jedoch gut aufpassen, denn die vermeintlich fast gleich aussehenden Teile sind unterschiedlich. Sie lassen sich am besten anhand der kleinen Buchstaben auseinanderhalten, die man leicht entdeckt, wenn man mal genauer hinsieht. Fangen wir mit der massiven Variante an. Hier brauchen wir für einen Höhenstein 2 grüne Innenwände mit dem Buchstaben Z, 2 grüne Kappen mit den Buchstaben A und B und 2 der grauen Außenwände mit dem Buchstaben Z. Das erste, was ihr macht, ist das Käppchen A auf den Tisch zu legen und die beiden grünen Gestelle darauf zu befestigen. Als nächstes stülpt ihr dann das Käppchen B darüber und umschließt das Ganze mit den beiden Außenwänden. Der Prozess bei den Höhensteinen mit Loch ist relativ ähnlich. Das einzige, was eigentlich anders ist, ist, dass wir statt den grünen Gestellen mit Z und den grauen Außenwänden mit dem Buchstaben Z, hier die Innen- und Außenwände mit dem Buchstaben Y verwenden. Das nächste Teil, was wir zusammenstecken müssen, sind diese kleinen durchsichtigen Balkone. Bei ihnen ist der Zusammenbau leichter, denn wir müssen nur diese kleinen grünen Teilchen hier einhängen. Fertig! Bevor wir jetzt aber schon die Verwendung dieser Teile besprechen, kümmern wir uns erst einmal noch um die neuen Erweiterungen. Da haben wir zum einen den Mixer. Hier müssen wir erst einmal das zweigeteilte Mixing-Element zu einem verbinden, es im Bodenteil festmachen, durchsichtigen Trageelemente hineinstecken, die übrigens zwei unterschiedliche Seiten haben, also dreht sie gegebenenfalls um, falls sie nicht passen, und als letztes sozusagen den Deckel drauf machen. Fertig ist der Mixer. Als nächstes und letztes bauen wir den Splitter zusammen. Zuerst halten wir die beiden kleinen Rutschen zusammen und platzieren sie auf dem kleinen Stab in der Mitte des Bodenelements. Dabei ist darauf zu achten, dass die Ausgänge der Rutschen auch mit den Ausgängen des Bodenelements übereinstimmen. Danach befestigen wir die durchsichtigen Trageelemente, achten wieder auf die Ausrichtung, packen den Deckel auf die Stützen und befestigen das Teilelement. So, da wir nun alles zusammengebaut haben, wird es Zeit, dass wir uns die Teile mal ein wenig genauer ansehen.
GravityChex Pro, schön und gut. Aber was genau kann man jetzt da noch kacken? GravityChex Pro, schön und gut. Aber was genau kann man damit jetzt besser machen als mit den normalen GravityChex? Da kann ich nur eines sagen: Hochbauen. Ja, ihr habt richtig gehört. Meterhohe Türme kann man damit bauen. Das Ganze wird hauptsächlich ermöglicht durch die neuen Höhensteine, von welchen ein einziger ganze 7 normale Höhensteine ersetzt. So wird nicht nur die materiell bedingte Bauhöhe erweitert, sondern auch die Stabilität, da die Stützen der Türme aus nicht so vielen Einzelteilen bestehen. Was das Ganze aber noch besser macht, sind diese durchsichtigen und auch an manchen Stellen durchlässigen Unterstützungswände. Sie sind in 3 Breiten im Starter-Set enthalten. Einmal mit einem Abstand zwischen den Pfosten, zweimal mit 2 Abständen zwischen den Pfosten und zweimal mit 3. Sie sind ganz einfach an den neuen Höhensteinen zu befestigen, indem man sie einfach in diese Einkerbungen steckt. Man braucht, um sie zu montieren, 2 von den neuen Höhensteinen an jeder Seite, was die Stabilität der Bauten nochmals erhöht, da so 2 von den sowieso schon stabileren Höhensteinen miteinander verbunden werden. Was die transparenten Wände aber noch um einiges spannender macht, sind diese kleinen hexagonförmigen Löcher hier. In ihnen können nämlich diese kleinen Balkönchen, keine Ahnung, wie die richtige Bezeichnung dafür ist, befestigt werden, auf welchen man sozusagen in die Luft bauen kann. Das eröffnet viele neue Möglichkeiten und lässt das Ganze noch viel spektakulärer aussehen. Die schwebenden Plattformen sind aber nicht nur in dieser Form enthalten, sondern auch in der hier. In dieser Form können sie nämlich auch wie halbe Höhensteine zwischen den großen, aber auch zwischen den ganz normalen Höhensteinen verbaut werden, was noch einmal mehr mögliche Positionen für die Balkönchen in deiner Bahn erlaubt. Wie du später an unserer Teststrecke noch sehen wirst. Was du aber auch noch sehen wirst, ist diese Überleitung zu ein bisschen Werbung für unseren Kanal. So würden wir uns sehr freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Wenn dir außerdem das Video bisher gefallen hat, dann gib dem Video doch einen Daumen nach oben und lass ein wenig Feedback dazu in den Kommentaren da, damit wir sehen können, was euch gefällt, was wir aber auch noch besser machen können. So, genug geredet. Weiter geht's mit dem Video. Als nächstes schauen wir uns einmal die neuen Schienen an, die bei GravityChex Pro neu eingeführt wurden und ein bisschen an die altbekannte Bernoulli-Schiene erinnern. Bei ihnen geht es nämlich nicht nur geradeaus, sondern auch nach rechts und nach links. Das Ganze nicht bei einer Länge über 3 Felder, sondern nur über 1. Es handelt sich also um einen schnellen kurzen Abschwung, um Höhe abzubauen und an Geschwindigkeit zu gewinnen. Um genau zu sein, sind es 3,5 Höhensteine an Höhe, die man hier verliert. Versucht man es mit mehr oder weniger, funktioniert das Ganze nicht mehr. Man kann mit diesen kleinen Abschwüngen aber auch gerne mal über das Ziel hinausschießen. Deswegen empfiehlt es sich, sie entweder mit einer geraden oder mit einer weiten Kurve zu benutzen. Ansonsten aber sind diese neuen Schienen sehr praktisch und in vielen Situationen gut zu gebrauchen. So, wie am Anfang des Videos versprochen, kommt jetzt noch ein Test der neuen Teile mit einer kleinen Bahn. Wir werden jedoch keine Bahnen aus den Anleitungen nachbauen, weil ich persönlich finde, dass es viel mehr Spaß macht, sich selbst Bahnen auszudenken, sie auszuprobieren und zu verbessern. Bei dieser Bahn war unser Ziel sozusagen, eine doppelte Wand, naja eigentlich mehr ein U, aus den transparenten Wänden zu kreieren, durch die dann ein Slalom läuft, den 2 Kugeln bestreiten müssen, um dann am Ende als erster am Ziel anzukommen. Die Highlights dieser Bahn sind auf jeden Fall der Sprung der 2. Kugel von oben auf die Bahn, die vielen kleinen Durchgänge und Passagen, und natürlich, dass sich die Wege der Kugeln über 2 Stockwerke erstrecken. Ich denke mal, ich habe jetzt alles zu unserer selbst erdachten Kreation erklärt. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Bahn Wandslalom. Sound is all around us, everywhere. It beats at our eardrums until much of the time we're hardly conscious of it. But on this particular Saturday morning, Jimmy Foster suddenly became very conscious of it.
find out whether there was a vibration along with the sound. The scrap of wood showed him that when the bell sounds, it does vibrate. Try this, Jimmy. So, meine Lieben, das war unser Video zu Gravitrax Pro. Ich hoffe, du hast alles verstanden und konntest vielleicht ein wenig Inspiration für deine zukünftige Bahn mitnehmen. Wir werden natürlich auch in Zukunft noch mehr damit machen. Deswegen kann ich dir nur sehr empfehlen, auf diesen Knopf hier zu drücken und natürlich die Glocke zu aktivieren. Wenn du deine Skills beim Bahnbau noch etwas verbessern willst, dann kann ich dir nur sehr empfehlen, dieses Video hier anzuschauen. Dort geben wir dir nämlich 5 grundsätzliche Tipps und Tricks, wie du ein besserer Gravitraxer wirst. Wenn du aber mehr auf coole Bahnen stehst, dann würde ich dir empfehlen, bei diesem Video hier vorbeizuschauen. Dort haben wir nämlich eine 23 Minuten lange Bahn gebaut. Wahnsinn, nicht? Ansonsten danke ich dir noch fürs Zuschauen und noch einen schönen Tag. Ciao.